Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn Sie alle einen Platz gefunden haben, möchte ich Sie gerne begrüßen zu unserer heutigen Podiumsdiskussion mit zwei ausgewiesenen Experten, langjährigen Beobachtern und sehr guten Kennern der Region Ost- und Südosteuropa. Lange Zeit glaubte man im Westen, dass Populismus und Nationalismus ein Phänomen des Ostens, Osteuropas und Südosteuropas sind und Putin, Orban, früher Milosevic, heute Vucic arbeiteten ja tatsächlich mit ganz ähnlichen Methoden. Sie gaben einfache Antworten auf sehr komplizierte Fragen, mobilisierten die Massen, arbeiteten zum Teil mit rückwärtsgewandten Utopien und vor allem gerieren sie sich als starke Führer. Seit die populistischen Parteien auch in den EU-Mitgliedsländern nach der Macht streben und es ein Donald Trump sogar bis zur Präsidentschaft in den USA gebracht hat, relativiert sich die Anschauung, dass der Populismus ein Erbe der kommunistischen Herrschaft, autoritärer Traditionen und misslungener Transformationen sei. Wir möchten heute dieser Frage nachgehen. Wie äußert sich der Populismus in den Ländern der Region? Sind die Ursachen dafür regional spezifisch oder gibt es vielleicht einen gesamteuropäischen oder, wenn wir nach Amerika blicken, auch westlichen gemeinsamen Hintergrund? Haben die Länder Osteuropas vielleicht uns im Westen unsere eigene Zukunft vorgeführt? Aber auch die Frage, welche Verantwortung trägt der Westen, trägt Europa für die Entwicklungen im Osten und wie soll man mit den neuen Herausforderungen umgehen? Ich freue mich, dass wir drei Experten hier auf dem Podium haben. Direkt zu meiner Rechten sitzt Gregor Meyer, der relativ kurzfristig Herrn Vetter ersetzt hat, der nicht zu uns kommen konnte. Wir sind sehr dankbar, dass Gregor Meyer aus Wien zu uns gestoßen ist. Er ist Journalist, schreibt für die dpa, den Standard, Profil und andere Medien. Er ist auch Buchautor, lebt und arbeitet in Budapest. Und ich möchte Ihnen zwei Bücher besonders ans Herz legen. Eins habe ich vor 2 Jahren sehr gerne gelesen im Jubiläumsjahr zum Ersten Weltkrieg. Es handelt von Gavrilo Princip und zeigt den Attentäter von Sarajevo aus einer ganz anderen und sehr lesenswerten Seite. Und ein weiteres Buch, das sich unmittelbar mit unserem heutigen Thema beschäftigt, heißt Aufmarsch, Rechte, Gefahr. In der Mitte sitzt Andreas Ernst, Korrespondent der Neuen Züricher Zeitung in Belgrad seit 2002 und nicht ganz, aber okay. Und Autor vieler sehr fachkundiger Artikel aus und über Südosteuropa. Herr Ernst hat auch einen wissenschaftlichen Hintergrund, ist involviert in diverse wissenschaftliche Aktivitäten oder war es unter anderem als stellvertretender Leiter des Forschungsinstituts Öffentlichkeit und Gesellschaft an der Universität Zürich. Seit 2012 ist er Visiting Fellow am Zentrum für Südosteuropa-Studien an der Universität in Graz. Und als Dritter im Bunde tritt heute Boris Schumacki auf, der Schriftsteller und Publizist ist, in Moskau geboren, aber seit vielen Jahren in Deutschland lebt. Er arbeitet für verschiedene Tages- und Wochenzeitungen und ist Autor von Hörfunkfeatures und Büchern. Und auch aus seiner Feder möchte ich Ihnen ans Herz legen, etwas zu lesen. Zuletzt 2016 erschien das Essaybuch »Der neue Untertan – Populismus, Postmoderne, Putin« zur Situation der europäischen Politik und Gesellschaften, sowie sein Roman »Die Trotzigen«, ebenfalls erst kürzlich erschienen,
der am Beginn der neuen Zeit nach dem Zusammenbruch des Sowjetkommunismus spielt. Wir haben uns den heutigen Abend so vorgestellt, dass unsere Diskutanten jeweils 5 Minuten Zeit haben, einen Input zu geben, dann untereinander zu reagieren und einige Fragen zu vertiefen. Und dann wollen wir gerne das Podium öffnen für Ihre Fragen und Kommentare und über die Inputs und verwandte Fragen ins Gespräch kommen. Ich schlage vor, dass wir, Herr Mayer, mit Ihnen anfangen. Ungarn, ein Land der Europäischen Union, das uns zeigt, dass dieses Phänomen ja unmittelbar in unserer nächsten Nachbarschaft beheimatet ist. Ja, einen schönen guten Abend. Vielen Dank für die netten einführenden Worte. Ja, ich möchte Ihnen ein bisschen was über Ungarn erzählen. Seit 2004 Mitglied der Europäischen Union, seit 2010 ein Laboratorium für populistisches Regieren und Herrschen unter dem Ministerpräsidenten Viktor Orban, der seitdem ungebrochen an der Macht ist. Und man kann an diesem Land gut sehen, wie dann eine solche Machtausübung aussieht. Es ist einmal so, dass heute maßgebende ungarische Politologen, nicht alle, aber einige davon ausgehen, dass die jetzige Regierung, eine Einparteienregierung der Fidesz-Partei von Viktor Orban, mit Viktor Orban als Ministerpräsidenten an der Spitze, nicht mehr durch normale Wahlen abgewählt werden kann. Die Macht ist dermaßen einbetoniert, es ist dermaßen alle Schlüsselpositionen in den Händen von Vertrauten des Ministerpräsidenten. Und das sind nicht nur Schlüsselpositionen, die ausgetauscht werden nach jedem Regierungswechsel, sondern das geht tief hinein in die Institutionen, aber auch in das Wirtschaftsleben. Das heißt, diese Politologen gehen davon aus, dass man den nicht mehr auf normalem Wege los wird. Ein weiteres Charakteristikum einer solchen Herrschaft ist, dass es zu dem Führer keine Alternativen mehr zu geben scheint. Selbst die unzufrieden sind, die meinen, ja, eigentlich so toll geht das ja auch nicht weiter, haben keine Antwort darauf, wer ihn ablösen kann, sei es innerparteilich, sei es durch eine neue Parteienkonstellation. Es geht damit einher, dass natürlich demokratische Gepflogenheiten absterben, dass das Parlament jegliche Form von echten Parlamentarismus verliert, dass das Verfassungsgericht nur noch ein Schatten seiner selbst ist, dass auch in die Justiz eingegriffen wird, obwohl es da noch einige Positionen gibt oder einige Stellen gibt, wo es nicht ganz nach dem Willen läuft, aber und dass es natürlich auch einen Abbau von Medien- und Pressefreiheit gibt, dass die Medienlandschaft, wie soll man sagen, hegemonisiert wird. Das sind alles keine, muss dazu sagen, das ist nicht wie bei Putin in Russland, das ist nicht mit spektakulären Verhaftungen, das ist nicht mit sehr schnellen Betriebsschließungen, obwohl wir voriges Jahr die Schließung der wichtigsten Tageszeitung, der Nebsabatschak, hatten. Aber auch das war getarnt als eine wirtschaftliche Affäre. Es schien so, als sei der Verlag pleite, dann hat den ein österreichischer Strohmann bekommen und der hat das dann aus wirtschaftlichen Erwägungen geschlossen, um dann den Rest des Verlagshauses, zu dem wichtige Regionalzeitungen gehörten, einem Oligarchen von Orban zuzuspielen. Und dann gehört natürlich wichtig zu dieser Einbetonierung der Macht, gehört, dass eben die Wirtschaftspositionen, das heißt also Eigentümerpositionen, im Rahmen einer kapitalistischen Logik gibt es Eigentümer, aber die Eigentümer werden von Orban bestimmt und ernannt. Man hat Privatisierungen rückgängig gemacht, wo westliche Konzerne da waren und hat das dann wieder zurück verstaatlicht, aber dann die ganzen Anschlussgeschichten, ja, wer dann zum Beispiel für ein staatliches Stromwerk die Masten baut und so weiter, das sind dann alles Tycoons und Oligarchen, die vom Ministerpräsidenten abhängig sind. Ich glaube, damit habe ich jetzt schon die ersten 5 Minuten verschossen und warte dann auf weitere Fragen. Ja, mir ist aufgefallen, dass ich war seit Anfang dabei bei dieser Tagung, dass die Bedeutung der Medien eigentlich eher unterbelichtet geblieben ist.
Es wurde zwar von Medien gesprochen, aber die Funktionsweise, wie die Funktionsweise von Medien quasi Populismus befördert, wurde mit Ausnahme von Florian Biebers Beitrag, wo das drastisch gezeigt wurde, kam für meinen Geschmack ein bisschen zu kurz. Und ich glaube, das ist ein ganz zentraler Punkt, weil moderne kommerzielle Medien eben eigentlich die Art von Aufmerksamkeitsstruktur haben, die für Populisten attraktiv sind. Das heißt, es gibt die Personalisierung und Skandalisierung sind quasi Modi der Kommunikation, der sich Populisten bedienen. Und ich denke, es gibt so eine Art Symbiose zwischen Mediensystem und dem politischen System, außer die beiden fallen zusammen. Und in den Ländern, aus denen ich berichte, kann man eigentlich nicht von zwei getrennten Systemen sprechen. Aber mich dünkt wichtig, diesen Zusammenhang klarzumachen und damit auch zu zeigen, dass das kein osteuropäisches Phänomen ist, sondern eigentlich die Avantgarde kommt aus dem Westen. Ich meine, Berlusconi zum Beispiel ist einer der Ersten, der diesen Mechanismus zur Perfektion getrieben hat. Was dann aus dieser Medialisierung der Politik auch folgt, ist, dass das Charisma ins Zentrum der Herrschaft tritt, also das Charisma des Herrschers. Und seine Fähigkeit, den Leuten zu versprechen, über einen Bruch die Dinge zum Besseren zu wenden. Jetzt schauen wir mal auf Serbin Vucic. Der sieht ja nicht aus wie ein Charismatiker. Der sieht ja eigentlich überhaupt nicht attraktiv aus. Also er hat ein Babyface, spricht nicht besonders gut, ist eigentlich den meisten Leuten per se einmal nicht sympathisch. Da fragt man sich dann, woher kommt das Charisma? Und ich glaube, Charisma generell ist nicht etwas, was Leute haben. Charisma wird zugesprochen. Und ich glaube, in Serbien ist der zentrale Punkt, dass Vucic den Leuten vermittelt, die totale Machtkonzentration auf seiner Person. Und das hat was. Das ist zwar einerseits unheimlich ein bisschen, aber auch attraktiv. Und wir haben ja heute Morgen beim Literaturwissenschaftler haben wir diese Dualität der Faszination eben nicht nur dessen des Guten, sondern auch der einem ein bisschen unheimlich ist. Ich spüre da viel davon in der Perzeption von Vucic. Also Medien spielen da eine zentrale Rolle und was aber auch eine zentrale Rolle spielt, und auch das hat Florian bereits erwähnt, ist das abgeleitete Prestige durch das Ausland. Und da hat Vucic mit seiner Special Relation zu Deutschland oder zu Angela Merkel profitiert da ganz enorm davon und kann es sogar noch ergänzen dann mit dem Zuspruch, den er aus Moskau bekommt über Putin. Das alles natürlich ist medial inszeniert. Und ich glaube, das ist dann auch diese Machtkonzentration und da wird er dann wirklich zum Charismatiker, der sagen kann, es steht geschrieben, ich aber sage euch. Also wie der erste Charismatiker. Und zwar kann er sagen, es steht geschrieben, Kosovo ist Serbien. Und er wird der sein, der sagt, aber jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Er hat ja den ersten Schritt schon gemacht über diese Normalisierung. Ich glaube, dass dieses Charisma eben solche Schritte möglich macht. Und das ist einer der wichtigen Gründe, weshalb Deutschland ihn unterstützt. Um abzuschließen, was, wenn Vucic scheitert? Und da habe ich festgestellt, dass auch Oppositionspolitiker oder Leute der sogenannten Zivilgesellschaft, dass die eigentlich Angst davor haben, dass Vucic scheitert. Weil er steht für irgendeine Form von regionalem Ausgleich, er steht für Wirtschaftsreformen, die auch erste Resultate zeigen. Und die Frage ist, wenn das nicht funktioniert, was passiert dann? Jetzt, wo die Macht so konzentriert ist an einem Punkt, wenn dieser Punkt wegfällt, was ist dann? Das ist ein Vakuum. Davor haben die Leute Angst. Oder,
Das wäre dann quasi das zweite Szenario. Kommt dann der alte Vučić wieder, wenn er scheitert, als neuer Vučić? Und das ist vielleicht dann noch unheimlicher. Ich lasse es vielleicht mal damit. Herzlichen Dank. Danke. Also ich habe schon so viele Thesen gehört, die ich gerne unterstützen möchte. Zum Beispiel einfach so Alternativlosigkeit von seinem Anführer und diese Eigenschaft des Charismas, wo der Führer eigentlich nicht die notwendigen Voraussetzungen bringt, sondern einfach als eine Art Projektionsfläche hingestellt wird von den Medien und sozusagen in der Konsequenz kann jeder ein Populist werden, Sie oder ich. Und aber anfangen möchte ich mit einer kleinen Ausschweifung, und zwar als ich vor ungefähr 25 Jahren nach Deutschland gekommen bin, war die Erinnerung an die Sowjetunion hier und grundsätzlich im Westen noch präsent. Seitdem ist Russland immer rückständiger und rückständiger geworden, politisch, technologisch, auch kulturell im Zuge dieser künstlichen Christianisierung im Sinne von der russisch-orthodoxen Kirche. Und ich würde sagen, Anfang der 2000er Jahre war Russland provinziell komplett. Und plötzlich, jetzt muss man feststellen, dass Russland irgendwas fortschrittlich gemacht hat. Und diese fortschrittliche politische Erfahrung heißt für mich der russische Populismus. Und ich möchte jetzt über zwei Sachen reden. Erstens Medien, wie Sie auch gesagt haben, das ist sehr wichtig. Und zweitens, warum ist Putin oder das russische Regime ein populistisches Regime und nicht ein autoritäres Regime? Ich glaube, während eines Panels am ersten Tag wurde auch schon angedeutet, dass Putin gar kein Populist ist und zum Beispiel wie Nikita Khrushchev auch kein Populist war. Kann man denn ein autoritärer Anführer und zugleich ein Populist sein? Ich glaube ja, und ich glaube, das ist auch eine Erfahrung, etwas, was Russland auch dem Westen vorgemacht hat. Sie haben gesagt, dass Ungarn eine Art Labor des Populismus war. Russland tut es auch. Und ich glaube, Russland ist weitergegangen und hat früher angefangen. Es wäre sehr interessant, auch die Schritte und die Etappen dieser Entwicklung zu vergleichen zwischen Ungarn und Russland. Und grundsätzlich glaube ich, dass, wenn wir jetzt über die Medien reden, ein paar Stichwörter, sonst rede ich eine Stunde lang, die Entdeckung der russischen Medien, nachdem sie gleich geschaltet wurden, mehr oder weniger, war, dass es keine Wahrheit gibt, dass sie die Wahrheit zerstören können. Wahrheit als Begriff, es ging nicht speziell oder bald nicht mehr um konkrete Fakten, die man vertuschen wollte, sondern um den Begriff der Wahrheit grundsätzlich. Die wichtigste Botschaft der russischen Medien war bis vor kurzem und war lange, 10 Jahre lang fast, dass es keine Wahrheit gibt. Es gibt nur Interessen, es gibt nur Gesinnungen und wir vertreten unsere richtige Gesinnung und die Fakten. Mit Fakten kann man alles belegen. Das sind Sachen, die in Russland gesagt wurden, 5 oder manchmal 10 Jahre, bevor die Populisten im Westen das formuliert haben. Und es gab in Russland Fake News noch lange vor Trump. Und die andere wichtige Erfahrung in der Art, wie man Medien politisch instrumentalisieren kann, ist leider, heißt auf Russisch, ich sage es auf Russisch, Быдло все схавает. Das heißt auf Deutsch übersetzt, das Gesindel frisst alles. Irgendwie haben die russischen Medienmacher seit 2006, 2007, sie haben eine unglaubliche Verachtung gegenüber der Wähler und dem Publikum entwickelt. Und ich habe damals zum Beispiel persönlich erwartet, dass sie damit nicht durchkommen.
Aber sie haben gesiegt, sie haben das Publikum für sie, sie haben das Publikum erobert. Sie haben niemandem abgestoßen mit dieser Verachtung, sondern ganz im Gegenteil. Sie behandeln Menschen, sie belügen sie, sie behandeln sie wie Gesindel, nennen sie auch fast ins Gesicht so, und trotzdem regieren sie weiter. Das Letzte, was ich sage zum Stichwort Autoritarismus, Autoritarismus versus Populismus, ganz kurz. Ich glaube, dass das Beispiel Russlands, aber nicht nur das russische Beispiel zeigt, dass der Populismus immer zum Autoritarismus führt. Man kann die russische Entwicklung mit der ungarischen oder mit der polnischen vergleichen, wo zuerst die Medien erobert werden, ich sage nicht gern gleichgeschaltet, aber im Grunde genommen werden die großen Medien gleichgeschaltet. Dann kommen die Gerichte dran und dann die Zivilgesellschaft. Man kann diese Muster viel feiner analysieren, aber das sieht man. Und am Anfang der Trump-Zeit merkte man auch diesen Wunsch, vielleicht passiert das instinktiv, vielleicht ist es eine politische Gesetzmäßigkeit, zuerst die Medien zu zerschießen und dann die Gerichte. Und die Zivilgesellschaft kommt bestimmt noch dran, auch in den Vereinigten Staaten. So, das ist jetzt so thesenartig ein paar Gedanken. Ich würde da gerne gleich mal an Ihrer These einhaken. Der Dreh- und Angelpunkt des Populismus sind ja die Führer, heißt es jetzt Putin oder Orban, vielleicht auch Vucic, auch wenn er nicht charismatisch ist, weil diese Führer sich präsentieren als die wahren Vertreter des Volkes und sich als Führer präsentieren, die die Macht den bürokratischen Apparaten, den fremden Mächten, den von mir aus der Justiz wegzunehmen und dem Volk zurückzugeben. Warum ist das so attraktiv? Warum ist das für das Volk attraktiv? Warum ist das fürs Volk so attraktiv? Das Problem für mich, also wenn Sie die Frage so stellen, ich glaube nicht, dass es das Volk gibt. Ja. Es gibt dieses Volk nicht. Das ist eine übliche populistische Marsche, zu sagen, wir vertreten den Willen des Volkes. Es gibt natürlich das Volk, das deutsche Volk im Sinne des Grundgesetzes, aber das ist kein Wesen, kein Organismus mit dem einheitlichen Willen. Um den Willen des Volkes festzustellen, braucht man eine ganze wahnsinnig komplizierte Demokratie. Deswegen wird vom Populismus zugleich das Volk und auch auf der Führer oder die Führerin hergestellt. Das heißt, also ich habe zum Beispiel mit den russischen Meinungsforschern vom Levada-Zentrum gesprochen über Putins Charisma. Was ist das für ein Wunder? Ein Politiker, der seit, wie lange ist es schon, 17 Jahren bei über 80% Beliebtheit liegt und wenn es ihm ganz schlimm geht, dann hat er 60. So etwas gibt es ja hierzulande kaum. Und für 60% Beliebtheit, das sind Menschen, die bei der Umfrage sagen, wir unterstützen die Politik Wladimir Putins. 60% ist ein Tiefpunkt und dann geht es jetzt, liegen wir glaube ich bei 84, 86. Das sind unglaubliche Zahlen. Warum? Warum ist Putin so besonders für die russischen Wähler oder für diese Befragten? Und diese Meinungsforscher sagen, dass Putin deswegen so besonders ist, weil er eigentlich fast ein Nichts war am Anfang. Putin hat den Leuten erlaubt, ihre Vorstellungen, ihre Wünsche, ihre Träume auf sich zu projizieren und das war sehr clever von ihm, er konnte sehr gut damit umgehen. Er konnte alle befriedigen am Anfang. Diejenigen, die in ihm einen liberalen Hoffnungsträger gesehen haben, er hat ja Anfang der 2000er Jahre mit den liberalen Reformen und mit Demokratie angefangen, wollte Mitglied in der NATO werden und so weiter und so fort, die hat er am Anfang gar nicht enttäuscht. Zugleich waren auch die russischen Patrioten nicht enttäuscht von ihm, damals schon, wegen seiner Rhetorik. So ging es eigentlich jahrelang. Alle waren zufrieden,
weil alle sich mehr oder weniger wiedergefunden haben in diesem Putin. Es ist erst Schritt gegangen, als Putin an eine von diesen Personen geglaubt hat, als er plötzlich zu sich sagte, nein, ich bin kein Liberaler, nein, ich bin kein Freund des Westens, ich bin ein russischer Patriot, ich will die Sowjetunion, der Zerfall der Sowjetunion ist die größte Tragödie des vergangenen Jahrhunderts, so bin ich. Und als solcher überfalle ich die Ukraine, als ein solcher annexiere ich die ukrainische Krim. Und da konnte er nicht mehr alle befriedigen, aber das ist auch ein Wunder, trotzdem hat er seine 86% immer noch. Aber deshalb hat er seine 86%, wegen der Konfrontation mit dem Westen. Ja, natürlich, natürlich, aber das, die ganzen Wirtschaftsliberalen, die Leute in seinen Ministerien, die halbe Geschäftswelt, sie wollen diese Konfrontation nicht. Das ist so ein Spiel zwischen den pragmatischen Interessen und irgendwelchen historischen Ressentiments, die er auch bei den Wirtschaftsmagnaten instrumentalisieren kann. Irgendwie kann man ein Industrieller sein und zugleich sich als Opfer des Westens empfinden. Und die jetzige Propaganda überzeugt auch solche Leute, ihr seid Opfer von dem bösen Westen. Natürlich verdient ihr jetzt viel weniger Geld, es geht allen schlechter, aber das ist eine Intrige des Westens. Sie mögen uns nicht. Und das wirkt so stark, dass erstaunlicherweise auch die Industrielle, die viel Geld verlieren, daran glauben. Ja, also von den Umfragewerten eines Wladimir Putin kann Viktor Orban nur träumen. Er liegt ungefähr bei 40-45%. Interessanterweise in der Regel liegt sein Persönlichkeitswert in der letzten Zeit unter dem Wert für seine Fidesz-Partei für die Sonntagsfrage. Das weiß auch Orban und seit vielen Jahren auch schon geht es ihm eigentlich nur noch darum, die entsprechenden Mehrheiten für Wahlgänge zu organisieren. Das heißt also, es muss ein Stamm von 2 bis 2,5 Millionen Wählern da sein, die dann bei einem entsprechenden Zuschnitt des Wahlsystems dafür sorgen, dass es ein Maximum an Parlamentsmandaten dabei rausschaut. Das sind also sehr technische, sehr technokratische Vorgänge und Praktiken, natürlich auch mit der Medienüberlegenheit, natürlich auch mit dem Umstand, dass es nur Gratiszeitungen geben kann, die in jedes Postfach flattern, die von Fidesz-Oligarchen gemacht werden. Es gibt nichts anderes am Sektor der Gratiszeitungen. Mit der völligen Usurpierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunkwesens, mit all diesen schmutzigen Tricks, mit dem Ausschalten von, ja, bis hin zur Behinderung von Wahlwerbung bei den privaten Sendern. Also mit all dem geht es immer nur darum, dass man dann sozusagen mit vielleicht 2,2 Millionen Wählern, absurderweise, ja, bei 8 Millionen Wahlberechtigten, immer noch eine Zweidrittelmehrheit im Parlament herausschindet. Das heißt, wie das funktioniert, die Hauptkomponente davon ist natürlich, dass man ein stark, also man hat ein gemischtes Wahlsystem, wo aber die Elemente des Mehrheitswahlrechts sehr stark ausgeprägt sind. Also nicht so wie in England, wo es ganz mehrheitswahlrechtlich ist, oder in Großbritannien, aber doch mit einer starken Dominanz des mehrheitswahlrechtlichen Aspekts. Das heißt, man hat eine aufgesplitterte Opposition zwischen der rechtsextremen Jobbik, die sehr ähnlich argumentiert wie Fidesz in vielen inhaltlichen Punkten, aber doch ein Rivale ist, und den diversen Linksparteien, die untereinander zerstritten und zerspragelt sind. Und dann hat man in Einzelwahlkreisen eigentlich dann immer schon einen Fidesz-Mann, der gewinnt. Und auf die Art und Weise wird dann auch dafür gesorgt, dass es zu diesen entsprechenden Mehrheiten kommt. Herr Ernst, ich würde Sie auch gerne dazu noch fragen. Heute Nachmittag sagte jemand, dass die Populisten nie aus dem Establishment kommen können, immer von außen. Und dann fiel mir eigentlich Slobodan Milosevic ein, der das Gegenbeispiel ist, der aus der herrschenden Partei kam und in den 80er Jahren eine populistische Kampagne, wie sie im Buche steht, führte, hat mobilisiert, gerade mit diesem Schlagwort gegen die Bürokraten und die Sesselsitzer und eine antibürokratische Revolution geradezu ausgerufen. Wie beurteilen Sie denn das aus heutiger Sicht? Und auch im Lichte vielleicht von Vucic, der sich
will nicht sagen, in den Schuhen dieser Politik bewegt, sondern vielleicht auch einiges anders macht. Ich denke, also Vucic, der gehört ja mal zum Establishment, also in den 90er Jahren, war auch Minister, Informationsminister, ist dann nach 2000, nach dem Fall von Milosevic, in die Opposition gegangen, hat dort zusammen mit, am Anfang noch mit Šešelj, dann nur mit Nikolic, die radikale Partei, eigentlich zur stärksten Oppositionspartei gemacht und dann 2008 auch diese Spaltung durchgeführt, sodass die heute unbedeutende radikale Partei von Šešelj weiter die alte Politik vertritt und die Naprenjaci, die Fortschrittspartei, eben die neue. Also ich sehe da dieses Muster nicht bei ihm, dass in dem Sinne ein Populist wäre, der sagt, es geht gegen das Establishment. Ich sehe überhaupt in ihm nur, das hat mich überzeugt, dass man eigentlich besser von populistischen Strategien spricht, als jetzt diese Figur oder diese Partei als populistisch zu bezeichnen. Und das, da arbeitet er mit all diesen Mitteln, die wir vorher gesehen haben. Den Bruch sehe ich, also ein Populist will ja einen Bruch hinkriegen zum Besseren, den sehe ich eigentlich so in diesem Fortschrittspathos zu sagen, Serbien wurde immer, war ein Opfer, es ging schlecht, hat nicht funktioniert, aber jetzt nehmen wir einen neuen Anlauf und ihr seht, auch Angela Merkel ist dafür, aber deshalb verlassen wir unsere russischen Freunde nicht. Also ich sehe eher, dass er aus diesem Fortschrittspathos Legitimität bezieht. Wie viel ist denn kommunistisches Erbe und autoritäres Erbe und wie viel an der Popularität dieser neuen Führer und populistischen Bewegungen ist eigentlich ein neues Phänomen, ein postkommunistisches Phänomen? Man denkt ja auch automatisch an den Aufstieg der Populisten in Westeuropa und in den USA. Ja, soll ich? Ich glaube, also als jemand, der in dieser sozialistischen, kommunistischen Welt gewachsen ist, ich glaube keine Sekunde, dass der heutige Populismus, egal im Osten oder im Westen, etwas mit dem totalitären System zu tun hat. Ich glaube, man kommt hier nicht drum herum, über die Definitionen von Populismus zu reden. Ich stimme Ihnen zu, man sollte über die Strategien reden, weil ein Regime, einen Politiker, eine Partei, eine Bewegung als populistisch zu bezeichnen, das sollte man und das kann man, aber da gibt es sehr viele Sonderfälle, sehr viele Aspekte und es ist sehr schwer, eine Definition vorzuschlagen. Ich schlage eine vor, die, das widerspricht ein bisschen dem, was ich vorher gesagt habe, durchaus etwas mit dem Herrn Wladimir Lenin zu tun hat. Und zwar, ich glaube, dass die populistische Strategie darin besteht, dass man dem Wähler die eigenen Inhalte verkauft, so dass die Wähler sie als eigene Inhalte, als eigene politische Ziele wahrnehmen. Für einen Populisten, der diese Strategie fährt, oder einen Populisten, sind die Inhalte an sich nicht wichtig. Das ist das Entscheidende. Die Inhalte können variieren. Wiederum, wie ich gesagt habe, war Putin ein Wirtschaftsliberaler und ein Demokrat und war westorientiert. Jetzt ist er das Gegenteil davon. Marine Le Pen war ja ursprünglich auch wirtschaftsliberal und nationalistisch, dabei ist sie auch geblieben. Aber jetzt vertritt sie in der Wirtschaftspolitik fast schon linke Positionen. Und so weiter und so fort. Also diese Inhalte sind beliebig. Wichtig sind, dass diese Inhalte von den Populisten angeboten werden und die sind so geformt, dass die Leute sie schlucken. Also wie die russischen Fernsehmanipulatoren sagten, das Gesindel frisst alles. Also man kann den Leuten nicht alles verkaufen, aber vieles. Und wenn Putin jetzt irgendwann gemerkt hat, mit Europa und Wirtschaftsliberalismus und westlichen Werten, Toleranz und so weiter,
kann ich keinen Start machen, dann schlägt er was anderes vor. Das andere klappt nicht, dann kommt er mit dem dritten. Irgendwann, und er hat immer mit diesen neuen Ideen, mit diesen neuen Inhalten Erfolg. Und Erfolg heißt, dass er sein Ziel erfüllt. Und sein Ziel ist, seine Macht zu erhalten. Das heißt, ein Populist, die populistische Strategie besteht darin, dass man mit Hilfe von Manipulationen und Lügen, weil diese beliebig gewählten Inhalte, politischen Inhalte, einfach Lügen sind, sind nicht deine Überzeugungen, das ist etwas, was du glaubst, sich gut verkaufen wird, dass du mit diesen Lügen deine Macht sicherst. Und die wichtigsten Lügen der Populisten sind, heißen Eliten und Volk. Dem Volk, das es nicht gibt, wird suggeriert, dass es von geheimnisvollen, kaum definierbaren Eliten missbraucht, manipuliert und ausgebeutet wird. Die Elite, diese im Sinne von Verschwörung, gibt es natürlich auch nicht. Es gibt sehr unterschiedliche Eliten, die untereinander zerstritten sind. Man kann eine Elitenverschwörung genauso wenig ausmachen wie den Willen des Volkes. Aber das sind Ideologien, mit denen die populistische Politik operiert. Und der Erfinder dieser Politik, gut, es ist natürlich, mehr Menschen zu manipulieren und zu belügen, ist vielleicht genauso alt wie die Menschheit selbst. Aber ein Politiker, der das wissenschaftlich ausgearbeitet und in die Praxis umgesetzt hat, hieß, wie gesagt, Lenin. Er schrieb Anfang des 20. Jahrhunderts vor der Oktoberrevolution, dass die Arbeiter an sich, das schreibt er als Marxist, an sich nicht fähig sind, politische Ziele zu setzen und sie zu verfolgen. Der Arbeiter interessiert sich nur fürs Essen und weniger arbeiten, sein Gehalt, alles andere interessiert ihn nicht. Deswegen sollen wir den Arbeitern unsere politischen Ziele geben, sozusagen ins Volk geben. Und das hat er mit Erfolg gemacht, also diese politischen Ziele seiner Partei, der Bolschewisten, ins Volk hineingegeben. Die Technik, die politische Technik von der Zeit jetzt heute nicht, ins heute nicht übertragbar, das waren nämlich Agitatoren und so weiter und so fort. Aber der war der Erste meines Wissens, der das theoretisch formuliert und in erfolgreich umgesetzt hat. Und diese politische Strategie übernahm ein fast moderner Politikwissenschaftler, der gestorben ist, modern ist er nicht. Ich meinte Ernesto Laclau aus Essex in England, der eine ähnliche Theorie des Populismus für die Linke ausgearbeitet hat. Ganz grob gesagt besteht seine Theorie darin, dass die Linke auch beliebige Inhalte ausarbeiten sollte, um die Wähler zu gewinnen. Und als Poststrukturalist beschreibt er diese Inhalte als leere Signifikanten. Wenn diese Inhalte, die man dem Volk anbietet, sagt er, wenn sie kaum definiert sind, dann kann sich doch jeder mit diesen Inhalten identifizieren. Und weil es unsere Inhalte sind, dann werden sie uns wählen. Ich vereinfache das jetzt stark, aber das geht in diese leninische Richtung. Und viele Linkspopulisten, zum Beispiel aus der Syriza Partei, aus der Syriza Regierung, haben bei ihm studiert. Ja. Wollten Herr Ernst oder? Ja, ich wollte doch noch zur Frage zurückkehren, welche Rolle das von Ihnen angesprochene kommunistische Erbe jetzt im Herrschaftssystem bei Orban spielt. Keine direkte. Viktor Orban selbst war ja ein Antikommunist. Er war ein junger Studentenführer in der Zeit der Wende, der sehr spektakulär Furore machte, als er bei einer Feier für die Revolutionshelden von 1956 noch in der Zeit des Übergangs eine flammende Rede gehalten hatte, wo er den Abzug der Sowjettruppen forderte.
Und seine Fidesz-Partei war basisdemokratisch, fortschrittlich, wie gesagt, auch hier eine politische Persönlichkeit, die alle möglichen Positionen durchläuft, bis sie dort ankommt, wo sie heute steht. Was jetzt Orban seit 2010 macht, ist aber hingegen schon interessant, weil er schon an diese Attitüden, an diese Haltungen im kommunistischen Obrigkeitsstaat anknüpft, der in Ungarn ja etwas weniger wild war als in Rumänien oder in der Tschechoslowakei. Das war so diese strukturell zwar dasselbe, aber doch etwas abgedämpftere, pseudoliberale Reform des Kommunismus in Osteuropa, der von der Sowjetunion abhing. Und diese autoritären Haltungen, ja, das ist ja in vielen Menschen, vor allem älteren Menschen, steckt das noch drin. Und wenn man das entsprechend inszeniert, wie gesagt, es gibt keine Verhaftungen von Dissidenten oder sowas, aber wenn man das so im Raum stehen lässt, dass es dir schlecht geht, wenn du da jetzt nicht spurst, ja, das findet dann wieder Mitläufer und Leute, die das mittragen. Und es gab interessanterweise, vor allem in der Orban-Regierung, sagen wir bis von 2010 bis 2014, es gab keine Nachwenderegierung in Ungarn, in der so viele ehemalige kommunistische Parteimitglieder drin waren, wenn man die Staatssekretäre mit dazu zählt. Es gab kein Innenministerium, das dermaßen stark von ehemaligen Stasi-Leuten, die damals noch relativ jung waren zur Zeit der Wende, aber die heute eben auch noch aktiv sind, Beschlag war. Also Viktor Orban, von seinem ewigen Innenminister Sándor Pinta gar nicht zu reden, der ein alter Polizeikommissar war, auch mit politischer Ausrichtung im alten System. Das heißt also, Orban greift sehr wohl auf die Expertise dieser Leute zurück, die natürlich aus sachlicher Sicht eher zweifelhaft ist, weil so toll waren die nicht, aber wo dann diese Attitüden funktionieren, wo dann dieses Denken, naja, irgendwie kommt einem das bekannt vor und es ist besser, wenn man sich da anpasst, eine Rolle spielt. Wenn ich dazu quasi aus meiner Region noch was beitragen darf. Ich glaube auch nicht, dass das kommunistische Erbe da sehr viel erklärt. Ich glaube aber auch nicht, dass man einfach von einem, wie soll ich sagen, gescheiterten Transformationsprozess sprechen kann oder von einem stecken gebliebenen Transformationsprozess. Ich habe das Gefühl, da haben sich jetzt eigentlich sehr stabile neue Formationen entwickelt, die auch bleiben können. Und ich glaube, ob sie bleiben oder sich verändern, hängt ganz stark vom Kontext ab. Also mit Kontext meine ich von der Außenwelt, von den anderen Playern geostrategisch, die in dieser Region zugange sind. Das ist natürlich in erster Linie mal die Europäische Union und dann aber schon auch die neu hinzugekommenen wie die Türkei und Russland. Ja, das. Ich würde gerne nochmal Herrn Mayer nachfragen. Volk ist ziemlich dicht bei völkisch und in Ungarn hat man den Eindruck, dass das Volk nochmal in besonderer Weise in Abgrenzung nach außen definiert wird und mobilisiert wird. Wie stark ist das tatsächlich? Ist das eine falsche Wahrnehmung, dass in Ungarn dieser völkische Gedanke besonders stark ist? Manchmal liest man auch sogar antisemitisch. Ja, nein, es ist Teil des ideologischen Repertoires der Orban-Leute. Sie spielen darauf immer wieder an, glauben es vielleicht auch zum Teil selber schon, weil sie es dauernd immer wieder betonen. Ja, es gibt sozusagen ein essentialistisch aufgefasstes ungarisches Volk, das dann auch eine gewisse kulturelle Aufladung bekommt, aber es ist immer klar, dass eigentlich die Juden da nicht dazu passen. Und das ist aber alles sehr kodiert, das ist also sozusagen alles in bestimmten kodierten Phrasen und Formulierungen gehalten, wenn etwa der ewige Feind George Soros, eben zufälligerweise jüdischer Abstammung, als Strippenzieher gezeichnet wird, auf Plakaten dargestellt wird. Da wissen halt wir, die das ein bisschen studiert haben, dass das eine alte antisemitische Darstellungsweise ist. Und, oder auch als solcher benannt wird von Orban wörtlich. Oder wenn Orban wörtlich sagt, ethnische Vermischung ist
wollen wir nicht. Also ethnische Vermischung kann nicht sein, das lehnen wir ab. Bitte schön, da in dieser Region Mitteleuropas, ja, wo sich immer alle durchmischt haben, eigentlich ein Wahnsinn. Aber das sind schon Ideologien, in denen, auf die er eingegangen ist, die er vielleicht am Anfang aus opportunistischen Gründen übernommen hat, aber in denen er sich schon sehr einmauert. Und da folgen ihm aber auch nicht alle. Ja? Aber wie gesagt, es geht immer darum, die jeweilige Mehrheit für die nächste Wahl zu organisieren. Letzte Frage an unsere Panelisten, bevor wir das öffnen. Wie viel Mitverantwortung trägt eigentlich Europa oder der Westen, dass diese Führer und diese populistischen Bewegungen stark geworden sind? Und wie soll man mit ihnen umgehen? Dass wir sie selber nicht bekommen. Erst, also dass die Populisten hier im Westen nicht an die Macht kommen und dass... Man hat, also ich gehöre zu den Menschen, die sich sehr gefreut haben, als Macron gewählt wurde und nicht Marine Le Pen. Also das ist das Wichtigste. Aber ich weiß nicht, dass ich kann jetzt nur für Russland sprechen, wo ich mich auskenne. Man kann nicht viel anrichten, man kann einem Populisten helfen, Stichwort Russland oder Putin verstehe. Die Leute, die hier seit ungefähr 10 Jahren immer steigende Toleranz gegenüber dem russischen Autoritarismus hatten, sie haben natürlich dem Autoritarismus geholfen zu siegen. Ich glaube, jetzt ist Russland ein autoritärer Staat. Als es noch ein Populismus war mit vielen autoritären Zügen, da hätte man noch wahrscheinlich etwas anrichten können. Jetzt ist es zu spät. Und das Letzte noch zu den Putin-Verstehern. Ich persönlich empfinde diese Leute als meine politischen Gegner, die meinem Geburtsland einfach viele Schäden angerichtet haben. Weil es etwas war, was nicht unbedingt sein musste. Wenn jemand wie Putin, ich weiß nicht, wie es in Ihren Ländern ist, einer geschlossenen demokratischen Front gegenübersteht, dann wäre es in Russland vielleicht nicht ganz so weit gegangen. Einfluss des Auslandes oder ja, Versagen. Ja, kann man natürlich jetzt leicht sagen, aber natürlich kann man sagen, die EU hat versagt, weil sie diese Erweiterung nicht weitergetrieben hat. Aber es ist allen klar, dass es offensichtlich den politischen Willen dazu nicht gibt. Das kann man das beklagen, aber es ist einfach so. Es besteht kein politischer Wille wirklich, die Erweiterung voranzutreiben. Das führt dann dazu, dass das von Deutschland, das bis zu einem gewissen Grad das Zepter übernommen hat, wenn es um Balkanpolitik geht innerhalb der EU, so alle paar Jahre eine neue Initiative startet. Also die letzte war jetzt dieser Berlin-Prozess, der wurde jetzt vor wenigen Tagen aufdatiert mit einem Berlin-Plus-Prozess. Was der genau beinhaltet, ist noch nicht ganz klar, aber im Grunde genommen ist es eine Simulation von Erweiterungspolitik. Auf der anderen Seite hat die EU ein Interesse, und zwar hat sie ein Interesse, ein geostrategisches, dass diese Region stabil bleibt. Und die natürlichen Partner für dieses Anliegen sind genau Figuren wie Vucic. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass in Zukunft Serbien noch stärker gemacht wird, auch regional, weil es eben die größte, die stärkste Macht in dieser Region ist. Ungarn ist schon in der EU und trotzdem ist der Populismus so stark. Na, also da hat man sicherlich zu lange zugeschaut, weil hier offensichtlich Werte des EU-Wertekataloges missachtet werden. Man sagt ja auch, wenn heute Ungarn sich in dem Zustand, wie es jetzt ist, um die Mitgliedschaft bewerben würde, dann würde es an den sogenannten Kopenhagener Kriterien scheitern. Das sind die Kriterien für
Menschenrechte und Demokratiestandards, die nur beim Eintritt eines Landes abgefragt werden, die nicht zu dem berühmten oder nicht ganz zu diesem berühmten Acquis communautaire mit dem übereinstimmen, weil der Acquis communautaire, das sind tatsächlich Gesetze, ganz lange Gesetze und Verordnungstexte, die die Länder kapitelweise abarbeiten müssen in einer langen Prozedur. Das ist vor allem Wirtschaftsrecht, nicht nur, aber eben vor allem. Und währenddem, also in Kopenhagener Erklärung stehen halt die ganzen Demokratie-Soften, ja, die weichen Demokratieziele drin. Ungarn würde heute also praktisch diese Kriterien nicht mehr erfüllen. Jetzt hat man das Problem, wie man jetzt mit einem Mitgliedsland umgehen soll, das so zurückgefallen ist. Und Ungarn ist ja nicht das Einzige. Wir haben ja auch Tendenzen in anderen Beitrittsländern und vielleicht auch bald in Mitgliedsländern der ersten Stunde, das wissen wir nicht. Also wie man mit diesen Ländern umgeht, dafür haben sich einige Instrumentarien entwickelt über die Zeit, die aber noch nicht angewendet wurden. Jetzt hat man als letztes diese Artikel 7-Geschichte, das heißt also die Aussetzung der Stimmrechte, ins Auge gefasst. Es gibt einen Entschließungsantrag des Europäischen Parlaments, wo das aber auch nur jetzt einmal sozusagen als Warnschuss auf den Tisch gelegt wurde. Das war interessant daran, dass nämlich da sehr viele konservative Abgeordnete mitgestimmt haben, die sonst den Viktor Orban unterstützen, weil ja seine Fidesz-Partei in der Europäischen Volkspartei drin sind. Bei diesem Entschließungsantrag hat also sozusagen eine große Zahl von EVP-Abgeordneten mit den Linken, Grünen und so weiter und Sozialdemokraten mitgestimmt, um dieses Verfahren sozusagen anzudeuten. Das dauert aber noch, geht über viele Instanzen. Es muss dem letztlich auch der Europäische Rat zustimmen, wo dann alle zustimmen müssen, außer dem betroffenen Land. Und da gibt es aber schon die Allianz zwischen Polen unter den Kaczynski-inspirierten Führung und Ungarn, also, dass man dann unter Umständen sich gegenseitig deckt. Das heißt, stärkt das Ungarn nicht? Das stärkt es natürlich. Oder Orban, meine ich. Ja, klar, das stärkt ihn. Und umgekehrt auch. Also man kann wenn man heute Artikel 7-Verfahren durchspielen würde, würde es dann am Ende beim EU-Rat landen. Und dann stimmen alle Länder ab, außer dem betroffenen Land. Aber es muss Einstimmigkeit dann herrschen unter den anderen. Und da ist jetzt mit der Achse Ungarn-Polen sozusagen, da wäre das schon, wenn es darauf hinaus liefe, und es nicht andere Deals und andere Regierungen gibt bis dahin, ja, wäre das sozusagen ausgehebelt beim gegenwärtigen Stand. Ja, aber wie gesagt, das sind sehr technische Fragen. Grundsätzlich hat man da politisch wieder mal vieles versäumt. Aber wie gesagt, es ist immer nachher leichter zu sagen, da ist alles falsch gelaufen, als halt in der Live-Situation, in der aktuellen Situation rechtzeitig auf was zu reagieren oder auf die ja vorhandenen Zwischenrufe, Unkenrufe und so weiter, nicht nur zu hören, sondern auch entsprechend zu handeln. Gut, dann lade ich Sie jetzt ein, Fragen zu stellen, zu kommentieren. Unsere drei Diskutanten stehen bereit. Und hier vorne ist Herr Brunnbauer. Nee? Okay. Bitte? Okay, dann bitteschön. Brauche ich ein Mikrofon oder geht es auch ohne? Nein, es geht auch ohne. Mikrofon, egal. Nein, nur der Schwarze. Also ich hätte eigentlich Fragen an alle drei Herren. Ich beginne vielleicht mit Andreas Ernst. Sie haben gefunden, dass die Medien heute etwas stiefmütterlich behandelt wurden. Nun, in dem Vortrag von Krzyżanowski war Mediatisierung ein zentrales Thema. Ja, das stimmt, aber es wurde eigentlich nicht, die Funktionslogik der Medien wurde nicht erklärt. Hm. Weshalb dieser Typus von Kommunikation so viel Erfolg hat. Aha. Es wurde schon gesagt, es gibt die Mediatisierung der Politik, aber weshalb quasi die Struktur der Medien einen bestimmten Typus von Kommunikation privilegiert, das fand ich vielleicht Berufskrankheit. Okay. Ich meine, Sie beide haben eher die traditionellen Medien im Blick, das heißt Printmedien und Fernsehen, nehme ich an. Nicht? Und nun haben wir mit den neuen Medien doch auch eine Revolution des Kommunikationsstils, denn wenn Sie Populisten nehmen wie Geert Wilders in Holland oder Beppe Grillo in Italien, die kommunizieren mit ihren Wählern nicht mehr über das Fernsehen, sondern direkt über Twitter oder über Blogs, über Foren. Nicht? Das ist also, sie erreichen ihre Wählerschaft sehr direkt und das ist natürlich schon eine andere Form der Beeinflussung der Wählerschaft als bisher. Das war ein... Eine Frage. Oder sind Sie einverstanden? Kommentar. Ja, bin einverstanden. Also... Jetzt, in meiner Region habe ich den Eindruck, dass das Getwitter von Politikern spielt noch nicht so eine große Rolle. Ich würde sogar eher sagen, im jetzigen Moment ist es noch so, dass die Opposition,
die in den klassischen Medien ganz stark marginalisiert wird, dass die im Internet quasi einen Rückzugsort gefunden hat und über diese Portale kommuniziert. Aber das ist natürlich, das ist dann auch zahlenmäßig, sind das sehr wenig Leute im Vergleich zu den großen Fernsehstationen, die immer noch auf dem Balkan eigentlich die wichtigste Form der... Das könnte sich ändern. Ich meine, Medvedev kommuniziert auch seit Jahren über Twitter, seit mindestens 10 Jahren, das hat keinen großen Einfluss auf die... Ich habe eine Reihe von Wortmeldungen und der Herr im Schwarz... Ich hätte eine Frage an den Herrn Mayer, und zwar auf dem Cover Ihres Buches Aufmarsch, da sind ja Springerstiefel abgebildet. Das ist ja ein Bild, was man gemeinhin jetzt eher mit Neonazismus oder Faschismus in Verbindung bringt. Jetzt geht es aber heute hier um Populismus und nicht um Rechtsextremismus. Meine Frage wäre jetzt, ob Sie den Eindruck haben oder das bestätigen können, dass es in manchen Regionen Osteuropas für populistische Bewegungen weniger wichtiger ist, als im Westen sich vom extremen Rand abzugrenzen. Ja. Das Cover auf dem Buch Aufmarsch, die rechte Gefahr aus Osteuropa zeigt tatsächlich, das ist ein Bild von AP-Fotografen Béla Sandelski, den Springerstiefel eines Mitglieds der ungarischen Garde, die es heute in der Form überhaupt nicht mehr gibt, die aber zu dem Zeitpunkt, als das Buch entstand, ein sehr wichtiges Phänomen war. Die ungarische Garde war eine paramilitärische, nicht bewaffnete, aber paramilitärische Formation dieser rechtsextremen Jobbik-Partei, die damals einen sehr, sehr starken Aufstieg vollzogen hat. Und in dem Ungarn-Kapitel, das ich verfasst habe in dem Buch, wird dem auch große Beachtung geschenkt. Es wird auch genau dargestellt, wie die Jobbik aufgestiegen ist und wie das aber auch sich mit Bewegungen oder mit Entwicklungen rund um die Fidesz-Partei von Viktor Orban, wie das funktioniert hat, was ja dann in dem von mir schon vorausgesagten Wahlsieg, leicht vorherzusehenden Wahlsieg 2010 zum Ausdruck kam. Das Buch erschien im Februar, der Wahlsieg war dann im April. Sie fragen die Abgrenzung zur extremen Rechten. Ja, das ist in vielen dieser Transformationsländern über lange Zeit hindurch sehr, sehr fließend gewesen. Da hat man dem nicht so viel Augenmerk zugewendet, da hat man diese Berührungsängste nicht gehabt. Für Ungarn stelle ich in letzter Zeit fest, natürlich kann man die Fidesz-Partei nicht mit diesen ganz rechtsextremen Parteien, die auch noch rechts von der Jobbik existieren, in einen Topf werfen. Hingegen, wie gesagt, zwischen Fidesz und Jobbik gibt es viele Überschneidungen, und es gibt noch, was heute schon in einer Konferenz angedeutet wurde, auch so eine eigenartige Mitteverschiebung der Jobbik-Partei. Wie gesagt, die ungarische Garde, diese Para-Formation, die haben sie schon längst gedumpt, ja, weil die hat ihre Rolle erfüllt als wichtiges Mobilisierungsinstrument in der Zeit bis zum Einzug ins Parlament, als die Jobbik 2010 zum ersten Mal mit 17% der Stimmen ins Parlament kam. Die verschiebt sich in die Mitte, Fidesz deckt viel am rechten Rand ab. Ja, also wie gesagt, mit Springerstiefeln weniger, aber eben die ganze völkische Ideologie, von der wir vorhin gesprochen haben, die kommt auch aus dem Fidesz. Vielen Dank für die wirklich sehr interessanten Beiträge über die einzelnen Länder, die es ja gemeinsam haben, dass da Populisten an der Macht sind. Nicht? Das bildet auch eine Gemeinsamkeit auf dem Podium. Ich habe, wie gesagt, Ihnen eigentlich in allem folgen können, meine nur, dass Sie implizit oder explizit doch sehr stark davon ausgehen, dass diese geschaffenen Situationen, die geschaffenen Systeme von extrem langer Dauer sein werden. Also Sie sprachen von einbetonierten Verhältnissen und Sie sagten in Bezug auf Russland, dass man da alle Hoffnungen schon fahren lassen kann. Ich will jetzt gar nicht aus einem oberflächlichen Interesse an optimistischen Sichtweisen sprechen, sondern wirklich einfach halte es analytisch für wichtig, dass man auch die prekären Stellen dieser Machtkonfigurationen sieht. Und die liegen zum Beispiel darin, dass Herrschaft, was auf Charisma beruht,
immer schwierig ist, also immer auf einer Person, an einer Person festgemacht ist und die Person kann krank werden, kann sterben, sie kann einen Skandal haben, dann funktioniert das vielleicht nicht mehr. Und dann gibt es auch, gerade wenn man die Bedeutung von Medien beleuchtet, gibt es auch paradoxe Effekte. Also die Staatsmedien zu beherrschen, ist nicht immer von Vorteil, weil es auch ein Glaubwürdigkeitsproblem daraus geben kann. Bei der ersten Regierung der PiS, also der Regierung von unter Lech Kaczynski, da war es so, dass die Partei als erstes Mal die Staatsmedien unter eigene Kontrolle genommen hat. Und es gibt empirische Untersuchungen darüber, dass das kontradiktorische Effekte hatte, also dass die Glaubwürdigkeit der PiS leidete und litt und damit eben auch die Wahlaussichten für die nächsten Wahlen eben nicht rosig waren. Also ich bin halb einverstanden, dass die Vorstellung, dass das jetzt quasi zubetoniert sei auf alle Ewigkeit, ist ja klar, das ist ja nie so. Ich sage das auch so aus einem bestimmten Interesse, betone ich jetzt die Stabilität, weil der Balkan eigentlich seit den 90er Jahren immer als ein ganz unruhiges, oder quasi als das Pulverfass definiert wird. Und in meinen Augen ist der Balkan kein Pulverfass. Der Balkan ist eine relativ stabile Region und wenn Europa quasi ruhig bleibt, bleibt der Balkan auch ruhig. Wenn sich in Europa große Veränderungen ergeben, dann quasi könnte der Balkan auch wieder in die Luft fliegen. Aber er ist eigentlich in sich, in dieser Konstellation, so wie ich das sehe, ist eigentlich ziemlich stabil mit diesen Populisten. Und wenn einer stirbt oder ein Charismatiker stirbt oder sonst wie wegkommt, kann ein neuer kommen. Das würde passen, so wie die Systeme jetzt aufgestellt sind. Ich darf nur kurz ergänzen, ich habe am Montag einen Vortrag gehört von einem USA-Experten und der hat Trump strukturell erklärt und hat argumentiert, dass wenn bei den nächsten Präsidentschaftswahlen entweder Trump wiedergewählt würde oder es noch schlimmer würde. Ja genau, das wollte ich eigentlich nur unterstützen. Und also jeder Populismus trägt einen Autoritarismus in sich sozusagen, ist schwanger mit dem Autoritarismus. Und wenn wir schon ein autoritäres System haben, dann ist es von Dauer. Der Führer kann sterben natürlich, es kann aber ein anderer kommen, es kann alles Mögliche passieren, aber das System an sich ist relativ stabil, leider. Und der Autoritarismus entsteht nur deswegen, weil die Populisten die Macht nicht wieder abgeben wollen. Sie agieren im Namen des Volkes, sie kommen an die Macht und dann verkörpern sie diesen Volkswillen und sie bleiben an der Macht. Wie das, darüber haben wir gesprochen. Bis halt von dort. Ja. Und dann Florian. Ich versuche vielleicht auf eine etwas gewagte Art und Weise so einen Gedanken von Martin Schulze-Westl mit dem, was ich eigentlich fragen wollte, zu verbinden. Man könnte ja meinen, eigentlich einer der Knackpunkte, gerade auch bei den drei präsentierten Regimen, die enorme Korruption ist, die ja an Ausmaß angenommen hat, dass, ich glaube, selbst der naivste und größte Fidesz-Anhänger das nicht abstreiten kann und wahrscheinlich auch ein durchschnittlicher Russe vermutlich der Meinung ist, dass die politische Elite sich im Land auch sehr bereichert. Ich würde mir ja vermuten, dass das eigentlich zu Legitimitätsproblemen führt, aber offensichtlich nicht in dem Ausmaß, dass die Herrschaften hinterfragt werden. Und das führt mich eben zu dem Gedanken, ob nicht diese drei Formen, Serbien vielleicht nicht im selben Ausmaß, aber Ungarn und Russland, doch ganz stark auch mit einer Strategie in den nationalen Kapitalismus zu schaffen, zu tun hat. Und dass diese Politik und diese Rhetorik des nationalen Kapitalismus auch eine gewisse Unempfindlichkeit für Korruption nach sich zieht. Es sind zumindest noch immer die nationalen Oligarchen und nicht irgendwelche ausländische Banken, die hier bevorteilt werden. Also das wäre meine Frage an alle drei oder an einen, ob diese auch wirtschaftliche Momente, die Wirtschaftsideologie nicht doch auch eine ganz zentrale Rolle spielt für die nicht nur politische Praxis, sondern auch Rhetorik. Ja, das ist ein ganz, ganz interessanter Punkt. Man weiß es nicht, wann. Das kann nämlich auch kippen. Es ist so, wie Ulf es sagt,
nationaler Kapitalismus, es sind die sozusagen eher die eigenen Leute und ja, nicht die Ausländer, aber trotzdem, das kann ein Ausmaß und eine, auch eine, wie soll man sagen, eine Frechheit annehmen, dass das kippt. Es gibt ein Beispiel, es gibt diesen Kanzleramtsminister Rogan von Orban, der wurde berichtet, dass er mit einem Helikopter zu einer Celeb-Hochzeit in die Ostprovinzen des Landes flog, noch dazu, als eine wichtige Volksabstimmung war und der gar nicht hätte die Stimme abgeben können und so weiter, wo die ganze Partei dafür mobilisiert hat ohne Ende. Und das hat ihm so geschadet, dass der, obwohl er für die Propaganda zuständig ist, für Monate in der Öffentlichkeit nicht zu sehen war. Man hat ihn also zurückgezogen. Das heißt also, es herrscht ein Bewusstsein dafür, gerade bei den Regierenden, dass das ein Problem sein kann. Und ein anderer Punkt, unter den NGOs, die jetzt auf die Abschussliste kommen, ist natürlich auch Transparency International und sind natürlich dann in weiterer Folge jene noch wackeren Internetportale, die eben auch mit ausländischen Förderungen arbeiten müssen, die konkret noch Korruption aufdecken oder korruptionsverdächtige Fälle öffentlich machen. Das heißt also, auch hier wird daran gearbeitet, die stückweise zum Schweigen zu bringen, weil man weiß, dass das eben schadet. Also im serbischen Fall oder eigentlich der ganzen Region ist Nationalkapitalismus eigentlich kein Thema. Im Gegenteil, Vucic hat eine sehr neoliberal geprägte Wirtschaftspolitik. Man ist auf der Jagd nach Investoren, auch mit einigem Erfolg, weil stabil. Und was die Korruption betrifft, klar, das ist ja immer ein Thema. Das mag man ja auch nicht mehr hören. Also das ist seit, weiß ich, 20 Jahren ist das eigentlich, wird das beklagt. Und ich denke, man muss auch sehen, dass von dieser Korruption ja auch viele profitieren. Also nicht nur die ganz oben, sondern über diese Parteinetzwerke eben auch ja, viele Anhänger und quasi viele aus dem Volk, in Anführungszeichen. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Grund, weshalb diese Parteien immer wieder gewählt werden. Klar, es gibt diese mediale Propaganda, aber es gibt eben auch die Interessen, die ökonomischen Interessen, wo man weiß, jetzt ist es zwar nicht wirklich gut, aber man weiß, was man hat, und wenn andere drankommen, ist alles offen. Herr Bieber. Ja, an sich ein bisschen das Aufgreifen, denn ich glaube, dass mit der Frage mit der Korruption ist ja auch, dass die abgewählt wurden, die vor ihnen den Populisten kamen, wurden ja auch abgewählt, deshalb, weil sie als korrupt gesehen wurden. Und da komme ich eigentlich zu der Frage, weil wir reden sehr wenig über die Grundlagen, warum diese Populisten beliebt sind. Wir nehmen das einfach an, dass es der Fall ist. Aber man muss ja auch die Frage stellen, woran liegt es? Das heißt, das eine, wo ich alle drei Redner bitten würde, darüber zu reflektieren, ist das Scheitern der Vorgänger der Populisten. Das heißt, das Scheitern des liberaldemokratischen Experiments. Sie sind ja nicht, haben sich ja nicht in die Macht geputscht, sondern sind gewählt worden. Das heißt, die Unbeliebtheit der anderen Parteien, der demokratischen Partei in Serbien, des jetzigen Experimentes sozusagen, oder auch der ungarischen Sozialisten vor Orban, sind ja die Grundlage, auf denen diese an die Macht gekommen sind. Und ich glaube, das ist die Frage, die wir uns stellen müssen. Woran liegt es, dass die Parteien gescheitert sind, die vor den Populisten kamen? Die zweite Frage ist auch die Machtbasis. Auf welcher Basis wählen Leute für diese Parteien? Ist es die wirtschaftliche Krise alleine? Und ich bin davon nicht immer überzeugt. Ich habe das Gefühl, es gibt auch andere Gründe. Es gibt auch eben diese autoritäre Einstellung, die noch weit verbreitet ist und die Andreas angesprochen hat in den Medienberichterstattungen. Das Bild des Machers, das Bild des Gazdas, der alle Kontrolle in der Hand hat. Und es gibt dieses bekannte Zitat von Vuk Drašković aus den 90er Jahren, als er gefragt wurde bei einer Wahlkampfveranstaltung, eine Frau, die ihn unterstützte und sagte, sie sind der Allerbeste. Und er sagte, wann wählen Sie denn für mich? Nein, ich wähle für Milosevic. Und er sagte, warum wählen Sie für Milosevic? Und die Frau sagte, ja, wenn Sie Präsident sind, dann wähle ich auch für Sie. Und ich glaube, das Syndrom ist nach wie vor verbreitet. Wollen Sie anfangen? Ja, das ist wie gesagt, ich glaube nicht, dass der Aufstieg des Populismus mit dem Scheitern der Transformation vom totalitären Kommunismus Richtung Demokratie zusammenhängt. Lange war Polen ein Paradebeispiel für eine erfolgreiche Transformation und nach allen wirtschaftlichen Kriterien, also Sie können mich korrigieren, wenn ich jetzt falsch liege, aber das war doch wirklich eine große Freude zuzuschauen, wie sich Polen entwickelt.
Und die Transformation war ja eigentlich in dem Moment schon vollzogen. Plötzlich kommt Kaczynski an die Macht. In Russland war Boris Jelzin nicht deutlich korrupter als Wladimir Putin. Also es geht nicht, dass ein korruptes Regime, ein nicht funktionierendes Regime abgewählt wird durch ein einfaches populistisches Regime. Das ist irgendwie komplizierter, glaube ich. Und mich würde auch interessieren, wie es wirklich in Polen war. Warum das dieses Wunder, so Paradebeispiel der Transformation plötzlich gescheitert ist. Gerne aus Polen. Ja, richtig. Wollen Sie kommentieren? Es gibt mehrere Gründe dafür. Vor allem waren es die Fehler der Plattform, aber Bartelska. Der Vorgängerregierung. Also zum Beispiel hat es die Plattform Obywatelska versäumt, die Renten anzuheben. Dann hat die PiS natürlich auch mit ihren Sozialleistungen gepunktet, ähnlich wie zum Beispiel auch Haider seinerzeit eben allen möglichen Schichten alles Mögliche angeboten hat. Also, es ging um die 500 Zloty pro Kind. Heute kann eine Familie mit mehreren Kindern bequem überleben, ohne dass einer der beiden Elternteile arbeiten geht, nicht? Das waren Punkte. Und generell muss man einfach sagen, es war eine Machtablösung in dem Sinne, die Plattform Obywatelska hatte abgewirtschaftet. Mehr nicht. Das heißt nicht, dass das ganze Transformationsprojekt in Polen gescheitert ist. Nein. Jetzt haben wir noch Ungarn. Ja, also im Falle Ungarns stimmt es, dass Orban hat von 1998 bis 2002 schon einmal regiert gehabt. Ja. Dann 2002 wurde er abgewählt und es haben 8 Jahre lang eine linksliberale Koalition, also der Sozialdemokraten, die ehemalige kommunistische Partei ist, mit den damals noch existiert habenden Liberalen regiert. Ja, das war normal korrupt, würde man sagen, so wie das halt in Ländern dieser Art war. Es sind dann einige Fälle in der Presse auch dann vor der Wahl auch groß dargestellt worden. Da sind dann die Leaks, also die an die Presse gekommen. Aber es gab auch andere, es gab eigentlich zentralere Formen des Versagens. Irgendwie haben diese Regierungsparteien die Menschen verloren. Es ist ja dann in diese Finanzkrise hineingestrudelt, das Land. Ja. Es gab vorher schon 2006 diese Unruhen. Es gab dann eben einen Ministerpräsidenten, Ferenc Gyurcsány, der die Unruhen dadurch ausgelöst hat, dass er in einer internen Rede gesagt hat, er hat die Wähler belogen, aber das war jetzt nicht ganz so, aber so kam es raus. Es gab dann ein Sparpaket, tatsächlich haben sich die Sozialdemokraten noch von 2002 an stark verschuldet, um mehr Wohlfahrtsausgaben zu machen. Ungarn war damals sozusagen Europameister im Budgetdefizit, dann haben die das wieder einsparen müssen. Das hat alles, also es waren viele Faktoren, die dazu geführt haben, dass die abgewählt wurden. Aber trotzdem gibt es irgendwie einen Überschuss an Vertrauen, der dann dem Viktor Orban entgegengebracht wurde. Und ich kann mir das eben wiederum nur mit Hilfe dieser populistischen Strategien erklären, dass man halt jemanden, der das Volk, Anführungszeichen, repräsentiert, bestimmte Sachen nachsieht, die man dann einer technokratischen Normalregierung eben dann nicht mehr nachsieht. Vor allem, wenn dann die Preise steigen oder wenn Betriebe schließen wegen dieser globalen Krise, ja, wo man dann denen das nicht nachsieht, diese abstraft und bestraft und das sozusagen dem anderen eher nachsieht. Aber wie gesagt, es gab da durchaus ein Eigenversagen dieser Linksliberalen, aber das Ausmaß der Abstrafung stand vielleicht nicht in einer Relation zum realen Missleistung, zum realen Versagen dieser Formation. Ich glaube, dass die Vorgänger von Vucic, was die, oder sagen wir, die Ära Tadic, was die Herrschaftstechnik betrifft, eigentlich ganz ähnlich funktioniert hat. Das waren auch Populisten. Ich sehe da keinen wirklichen Unterschied. Was aber ein Unterschied ist, dass 2008 kam diese große Rezession und diese Regierung war wirtschaftlich erfolglos. Das haben die Menschen gespürt, das
es wurde sogar noch schwieriger. Und Tadic hat die Unterstützung des Westens verloren, wegen Kosovo. Und ich glaube, was Vucic jetzt stärkt, ist eben, dass einerseits dass der Wirtschaft wieder besser geht und eben, ich glaube, das darf man gar nicht unterschätzen, eben dieses abgeleitete Prestige via die Unterstützung des Westens. Aber man kann nicht sagen, quasi sind wahre Demokraten gescheitert und dann kamen die Populisten, sondern das war eigentlich im Grunde genommen die gleiche Art und Weise. Gibt es noch weitere Fragen oder Kommentare? Dann würde ich die Schlussrunde einleiten und Sie bitten, vielleicht zum Thema unserer heutigen Diskussion nochmal Stellung zu nehmen. Das heißt nämlich das Scheitern der Liberalen, das Ende der liberalen Ordnung, Fragezeichen. Das kann man ja unterschiedlich verstehen. Das Ende der liberalen Ordnung, weil die Populisten die liberale Ordnung beenden, oder im Sinne der Frage von Herrn Bieber, ist vielleicht die liberale Ordnung schon in die Krise geraten und die Populisten sind letztlich nur ein Symptom dieser kritischen Zustände. Also Ende der liberalen Ordnung, Fragezeichen, wie würden Sie antworten? Also wir haben ja über unsere Länder schon gesprochen und unsere Prognosen waren, glaube ich, einstimmig ziemlich düster. Ich glaube nicht, dass die liberale Weltordnung jetzt richtig bedroht ist. Mein Gefühl ist, dass der Populismus ein Symptom ist, ein Problem ist, aber das ist nicht etwas, was die freiheitliche, demokratische Gesellschaftsordnung ablösen wird. Und zum Beispiel, wir beobachten ja den Aufstieg des Populismus in sehr unterschiedlichen Ländern, im Westen und im Osten. Deswegen kann man das vielleicht nicht mit einem Phänomen erklären, nicht damit erklären, dass die liberale Demokratie abgewirtschaftet hat, jetzt am Ende ist, weil sie in Russland zum Beispiel nicht gegeben hat. Und trotzdem haben wir da ähnliche populistische Entwicklungen, ähnliche medialen Entwicklungen wie im Westen. Ja, ich glaube, das kann man nicht beantworten. Das hängt von den Bürgern ab, das hängt von uns ab letztlich. Und ich glaube, gerade die Wahl in Frankreich, aber zuvor auch in Österreich und an anderen Orten, auch in der Schweiz, die ja quasi strukturell superpopulistisch sein könnte, sieht man, dass es auch Gegentrends gibt und Leute, die sich dagegen wehren. Also das Rennen ist offen, der Kampf ist offen. Ja, sehe ich ähnlich. Also es gibt natürlich große Verwerfungen und Widersprüche in dem, nennen wir es, globalkapitalistischen Gefüge, die vieles ausgelöst haben, was wir bis heute noch nicht überwunden haben. Aber ich glaube eben, dass genau die Frage, ob die liberale Ordnung sich durchsetzt oder weiter bestehen bleibt und sich dann wieder durchsetzt, nicht in Ungarn, nicht in Südosteuropa und auch nicht in Russland entschieden wird, sondern an den großen Plätzen der transatlantischen Welt. Und weil ja alles zusammenhängt, miteinander vernetzt ist, die EU wird anders auftreten, wenn sie über diese Krisen hinauskommt, als wenn sie selber von Krisen gebeutelt ist. Also wie gesagt, die Frage entscheidet sich dann eher in den Zentren. Ja, vielen Dank. Wir sind am Ende unserer Podiumsdiskussion angekommen. Ich stelle fest, dass wir uns bei der Analyse der Phänomene sehr einig sind, was die Ursachen angeht, schon nicht mehr so einig und bei den Prognosen ganz unsicher, besonders wenn sie die Zukunft betreffen. Ich danke ganz herzlich unseren Diskutanten, die von weit her, zum Teil von weit her gekommen sind und sehr interessante Denkanstöße gegeben haben, Ihnen allen für Ihr Interesse und Fragen und Kommentare. Ich wünsche Ihnen allen einen sehr schönen Abend und sofern Sie morgen noch die Konferenz besuchen, können wir die Diskussion fortsetzen. Vielen Dank für Ihr Interesse.